Hallo, hier ist Matthias Schweighöfer. Willkommen am Set. Wir haben das Traumpaar meiner Meinung nach im deutschen Film an den Start bekommen, irgendwie mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Gerade wenn man so zwei unterschiedliche Rollen hat, wo natürlich auch die Komik des Films drin liegt. Sie sind den Figuren gar nicht so unähnlich. Das ist natürlich super, irgendwie mit den beiden zusammen zu drehen. Das macht sehr viel Spaß. Wir funktionieren als Duo einfach wirklich gut. Matthias hat ein wahnsinniges Comedy-Timing und in dieser Rolle, die er in Hotdog spielt, so als sympathischer Nerd, ist er einfach unschlagbar. Vor allem wie die beiden das spielen, finde ich großartig. Für mich geht hier wirklich ein Traum in Erfüllung, dass ich diese starken Player im Hintergrund hatte. Warner, Pantaleon, Barefoot, Till, Matthias. Thorsten kenne ich seit 2004, als er sich vorgestellt hat in Köln als Regieassistent. Hat das Gefühl gehabt, dass er gut ist und mein Gefühl hat mich bestätigt. Und es ist toll zu sehen, dass er jetzt zum ersten Mal als Regisseur eben wirklich das Zepter selber in der Hand hat. Larry, das ist kein Düsenjet. Ich wollte immer mit Thorsten und auch im Zusammenhang mit Matthias irgendwas machen, weil es halt einfach unglaublich gut harmoniert ist. Wenn man Thorsten braucht, wenn man sagt, Thorsten, du bist, dann steht er auf einmal neben einem und erklärt einem was. Und ich bin total stolz auf ihn. Dass das jetzt sein Film ist. Ne? Da steht Regie Thorsten Künstler und nicht mehr Til Schweiger und auch nicht Matthias Schweighöfer. Cut! Die große Entdeckung für mich und auch für alle anderen Beteiligten ist natürlich Anne Schäfer gewesen. Die hat was, die hat den Glow. Man kann sich als Mann in Anne Schäfer verlieben. Ich glaube, es geht dem ganzen Set so, der ganzen Crew. Anne ist einfach ganz wunderbar. Lisa Tomaszewski macht ihre Arbeit hervorragend. Kommen das da, ganz sicher, meiner Meinung nach. Da müssen einfach die Besten zusammenkommen. Und dann ist es nur konsequent, dass man natürlich auch in der Besetzung da ganz nach oben greift. Samuel Finzi, über den musste ich sehr lachen. Den fand ich großartig, habe ich hier auch kennengelernt. Wilde ist auch fantastisch im Film. Einen kenne ich ja auch schon viele Jahre, das ist einfach sensationell. Also beeindruckend tut mich immer noch die Spontanität, in der Szenen quasi gestaged werden, Ideen noch aufpoppen, wie die Ideen eingebaut werden. Trotzdem bleibt alles locker und offen. Ich mache einfach gerne auch Quatsch. Das macht Spaß, dass man einfach wieder Unsinn machen zu können. Auch da war es schwierig, sich wirklich zusammenzureißen. War eine große Freude, großartiges Team, vor allem großartige Besetzung, Matthias und Till zusammen in einem Film, großartige Frauen. Man muss sich dann wahrscheinlich eine kleine Packung Popcorn holen, weil man so viel gar nicht essen kann, weil man die ganze Zeit nur am Lachen ist.